Hey Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren World of Warcraft Classic Update der Videoreihe, wo ich euch mitteile, was bei mir in der World of Warcraft Classic so abgeht. Und es gibt einiges zu besprechen, meine lieben Freunde. Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen seit dem letzten Video, weil ich wollte genug wichtige und relevante Themen ansammeln, um euch wieder so ein Video zu bringen. So wie wir es immer machen. Und wir haben dererlei drei. Zum ersten werden wir darüber sprechen, warum ich nicht mehr mitraide bei Roots of Nature, weil da habe ich schon ganz, ganz viele Fragen bekommen. Dann werden wir über diese Serverwechselgeschichte sprechen, die ihr vielleicht mitbekommen habt in dem Mobbing-Video. Ich habe dieses Mobbing-Video gemacht, Mobbing in der deutschen WoW-Szene, und habe da unter anderem verkündet, dass ich auf den PvE-Server gehen werde. Dazu gab es viele Fragen, will ich drüber sprechen. Und zu guter Letzt, mein Hexenmeister ist seit einer Weile jetzt schon Level 60 und ich habe mir Ziele gesetzt und ich möchte mit euch sprechen, was ich erreicht habe und was noch nicht. Einfach so ein kleines Update, ne? Okay, fangen wir an mit der Gilden-Raid-Situation. Das war eine ziemlich komische Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir müssen dazu ziemlich weit zurückgehen. Das letzte Classic-Update-Video, da hatte ich Gründe aufgezählt, warum ich nicht happy bin im Raid, warum es mir keinen Spaß mehr macht zu raiden. Aktuell. Und Metashi hat das Video im Stream angeguckt und hat es, glaube ich, sehr auf sich bezogen oder hat sich sehr verantwortlich dafür gefühlt. Jedenfalls hat er das nicht positiv gesehen, das Video. Was nicht mein Intent war, weil diese ganze Videoreihe, die wir hier haben, ist von mir für euch, für Einblick in meine Klassikreise. Von Anfang an, von der Beta zum ersten Ragnaros-Kill, auch zum Thunder Fury, was wir gecraftet haben mit Metashi, ne? Ich habe alles dokumentiert. Die guten Zeiten und die schlechten Zeiten. Das war jetzt halt mal eine schlechte Zeit. Aber ich habe das Gefühl, dass Metashi das ein bisschen, weiß nicht, persönlich genommen hat. Weil er sich halt verantwortlich fühlt für den Raid. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe ihm geschrieben, er hat mir leider nicht geantwortet. Vermutlich, weil er sauer war oder warum auch immer. Jedenfalls müssen wir bei diesem Video ansetzen. Ich war unglücklich im Raid. Und es gab dann auch wirklich eine Gildenbesprechung, weil es mehrere Leute gab, denen auch die aktuelle Situation nicht gefallen hat. Wir hatten dann zwei schlimme Raids, wo wir wirklich ewig gebraucht haben, mal für BWL und so. Und die Gildenbesprechung, da wurde ziemlich viel Dampf abgelassen, das war auch gut. Und ich möchte jetzt über einen speziellen Punkt reden. Also es gab mehrere Punkte in der Besprechung, aber ein Punkt, der bei mir so hängen geblieben ist, war eben dass das Streamen ein Problem ist beim Raid. Aus dreierlei Gründen. Der erste Grund war, dass die Leute im Discord, ne, die anderen Raider und Spieler, dass die aufpassen müssen, immer was sie sagen. Ne? Weil wenn der Stream läuft und sie würden jetzt zum Beispiel das böse N-Wort sagen oder das böse F-Wort oder sonst irgendwie eine kontroverse Meinung, die Twitch nicht gefällt, dann können die Streamer dafür gebannt werden. Ne? Und deshalb achten die Raid-Mitglieder immer drauf, was sie sagen, weil sie wissen, es streamt jemand und das ist schon, ich kann das nachvollziehen, das ist schon eine Belastung, ne? Man muss sich nicht nur auf den Raid konzentrieren, man kann nicht einfach mit seinen Kumpels im Discord Scheiße labern, ne? Wie man es eigentlich machen will bei einem Raid. Kann ich nachvollziehen auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist halt auch die Gilde vom größten deutschen WoW Classic Streamer, deshalb. Ich weiß nicht, ob man das Argument da anbringen könnte, weil sonst sollte man halt nicht in eine Streamer-Gilde gehen. Aber ja, ich habe das respektiert und da kommen wir gleich noch dazu. Das war Grund Nummer 1. Grund Nummer 2 mit dem Streamen war, dass sobald halt es Unstimmigkeiten gibt mit der Loot-Verteilung oder mit dem Raid oder sonst irgendwas, ist es immer gleich nach draußen gedrungen. 4 oder 5 Leute haben immer den Raid gestreamt, ne? Krusty, Pips. Natürlich Metashi bis zu einem gewissen Zeitpunkt, der Fuxi dann auch und ich. Also wir waren immer so 4, 5 Streamer, die den Raid gestreamt haben. Und sobald halt irgendwas passiert ist, haben das immer die Leute im Twitch-Chat dann sofort mitgekriegt. Und dann hat Metashi am nächsten Tag im Stream sich immer Scheiße anhören müssen. Oder auch bei uns im Chat kamen dann immer Leute, die meinen, sie wollen mitreden und wissen es gut und besser und so. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Grund Nummer 2, warum der Raid nicht gestreamt werden sollte. Absolut guter Grund, finde ich. Punkt Nummer 3. Dass die Leute, die streamen, abgelenkt sind vom Raid, nicht vom Raid, vom Chat und von ihrem Stream. Kommen Donations, kommen neue Subs, Resubs, werden Subs verschenkt, neue Follower, der Chat schreibt was, man will antworten. Natürlich, man ist abgelenkt zu einem gewissen Grad, ne? Der Punkt war halt eben, dass wir uns alle
im Raid mehr konzentrieren müssen. Und dass das Streamen dabei nicht hilft. Ne? Wenn 5 Leute schon abgelenkt sind von 40, das ist schon, was ist das, ein Achtel? Irgendwie sowas, ich war nie gut in Mathe. Aber das ist schon eine gewisse Anzahl an Leuten, die abgelenkt sind. Und das kann ich völlig nachvollziehen. Deshalb war so der Konsens, dass erstmal der nächste Raid, auf den wir uns alle gut vorbereiten und wo wir uns anstrengen, dass der nicht unbedingt gestreamt werden sollte. Was dann aber doch alle gemacht haben, weil das nicht so, wie soll ich sagen, das war nicht so eindeutig formuliert in dieser Gildenbesprechung. Zumindest haben es 4 Leute, also alle, die das streamen, außer Metashi, der hat nicht gestreamt, wir haben das alle nicht so verstanden. Das hat dann bei diesem Raid, der übrigens sehr gut lief, das hat da schon wieder für Unmut gesorgt. Und natürlich stand ich nicht so gut da, weil ich ja schon das Video gemacht hatte, was Metashi nicht so gut gefallen hat. Und dann habe ich den Raid auch noch gestreamt, den man eigentlich hätte anscheinend nicht streamen sollen. Und es war halt sehr unglücklich. Das Wort, was benutzt wurde, war respektlos, dass man den Raid jetzt streamt. Und ich kann Metashi da auch voll nachvollziehen, ne? Weil wenn er das nicht wollte, es war halt nicht, es war ein Missverständnis wohl irgendwie. Es ist nicht so deutlich rübergekommen. Dann war es halt so. Und es war halt völlig egal, was man alles gemacht hat. Ich habe mich voll auf diesen Raid vorbereitet. Ich habe meine ganzen Spell-Ranks habe ich überarbeitet, ne? Weil ich ja dann doch schon jetzt einiges an Gear hatte mit meinem Priester. Viel Zaubermacht hatte. Und ich habe meine Spell-Ranks überarbeitet. Ich habe mir diese neuen Pots gekauft, die es mit dem Zul'Gurub-Release jetzt gab, vom Alchi. Die Mana-Rec-Pots, Magierblut-Trank oder wie das heißt. Ich habe alles geholt. Ich habe geholt, was ging. Ich habe nochmal verzaubert. Ich habe das Gear umgestellt und optimiert, damit ich am meisten raushole. Die Ränge überarbeitet. Ich war voll pumped auf diesen Raid. Und dann am Anfang kam halt gleich dieses, ja, die streamen jetzt heute doch, das ist respektlos und so. Das hat mich dann schon ein bisschen runtergezogen, muss ich sagen. Da hatte ich dann auch irgendwie keinen Bock mehr. Und wir haben den Abend dann erfolgreich zu Ende gebracht. Der Raid war super. Ich war motiviert, weil das so gut gelaufen ist. Auch trotzdem Dämpfer am Anfang. Ich war motiviert. Dann dachte ich, okay, vielleicht können wir ja ein bisschen was beitragen. Ich wollte was beitragen, um vielleicht, dass wir in der Zukunft trotzdem streamen können. Ihr erinnert euch an die 3 Probleme, ne? Warum das mit dem Streamen nicht gut ist. Und ich habe im Discord eine Lösung gepostet für Problem 1 und 2. Nämlich, dass man das Discord im Stream nicht mehr hört. Und zwar eine ganz einfache Einleitung, ohne dass man sich irgendein Programm installieren muss oder so. Kein Virtual Audio Cable Schwachsinn, sondern einfach nur eine einfache Anleitung, wie man im OBS 2-3 Klicks macht und in den Windows-Einstellungen und dann hört man das Discord nicht mehr im Stream. Das heißt, Punkt 1, die Leute müssten nicht mehr aufpassen im Raid, was sie sagen, ne? Weil man hört es ja nicht mehr auf Twitch. Und Punkt 2, das Drama, wenn irgendwas passieren würde im Discord, was den Loot oder irgendwelche Leute angeht, würde nicht nach außen dringen. Das sind schon mal 2 große Punkte und ich fand, das war voll die gute Idee. Also habe ich das ins Metashi-Discord geballert, habe die anderen Streamer markiert, habe gesagt, Jungs, guck mal hier, ich habe was gefunden, Guys. Ich habe was gefunden. Ich habe echt das Gefühl gehabt, ich kann da helfen. Und der Post wurde von Metashi gelöscht, kommentarlos. Dann habe ich ihn angeschrieben, direkt im Discord. Ich habe wieder keine Antwort bekommen. Und er hat dann halt einen Post gemacht, dass allein, dass ich das jetzt gepostet habe, diese Anleitung zeigt eben, dass ich nicht verstanden habe, wo das Problem ist oder das generell. Er hat nicht auf mich bezogen, sondern er hat es generell gemacht. Er macht es immer generell. Er hat generell gesagt, es wurde nicht verstanden, was das Problem ist, nämlich das mit der Konzentration. So. Also die ersten 2 Punkte waren dann doch nicht so wichtig. Wichtiger war quasi das Konzentrationsproblem beim Streamen. Und dann, nachdem ein paar Leute, ich glaube auch der Fuchsi dann gefragt hat, ja, wie es denn jetzt aussieht, ob man dann streamen darf jetzt oder nicht, hat er dann geschrieben, ja, 99% der Streamer können sich nicht konzentrieren, wenn sie streamen. Und dann habe ich quasi gesagt, okay, dann bin ich raus, weil für mich passt es halt nicht zusammen. Ich bin ein kleiner Streamer. Das Streamen und YouTube ist mein Nebengewerbe und ich brauche das. Ich bin darauf angewiesen. Ich habe keine 3000 Subs. Ich habe, wenn es hochkommt, 300. Und das ist mein Nebenjob. Ich arbeite im sozialen Bereich Teilzeit und verdiene da nicht sehr viel, ne? Kann man sich vorstellen. Und das ist mein Nebenjob. Das ist, was andere Leute an der Tankstelle arbeiten oder noch einer von meinen Kollegen arbeitet in der Zimmerei
und einer arbeitet in einer Bar und was weiß ich. Das ist mein Nebenjob. Das brauche ich. Und ich kann unter der Woche Montag streamen, ich kann unter der Woche Mittwoch streamen und am Donnerstagabend. An den anderen Tagen arbeite ich lang. Da komme ich erst so um 19.30 Uhr, 20 Uhr nach Hause und dann will ich in Ruhe Abend essen. Dann ist nichts mehr mit streamen. Und am Wochenende, je nachdem halt, ne? Aber selbst wenn ich am Wochenende beide Tage streame, habe ich trotzdem nur fünf Tage die Woche. Und den Donnerstag, da komme ich sehr früh nach Hause. Da kann ich einfach gut streamen. Und das ist ein wichtiger Tag für mich. Und ich werde nicht den Stream am Donnerstag aufgeben, nur um weiterhin raiden zu gehen. Also meine Priorität ist da ganz klar beim Streamen, damit ich einigermaßen meine Subs auch halten kann, ne, und präsent sein kann auf Twitch. Das ist wichtig. Und deshalb habe ich dann gesagt, okay, dann bin ich raus. Das passt nicht zu meinen Prioritäten. Weiter unten hat dann der Metashi trotzdem geschrieben, ja, wenn man sich konzentrieren kann, darf man es weiter streamen. Aber irgendwie, das war mir alles zu viel Hickhack, zu viel hin und her. Und obwohl ich mich dann vorbereitet hatte und beitragen wollte und helfen wollte, wurde man quasi immer nur abgesägt. Es hat einfach für mich kein gutes Klima mehr gehabt. Ich persönlich habe keine Antworten von ihm gekriegt über das Discord. Es war einfach, weiß nicht, fertig. Für mich ist die Sache einfach fertig und beendet. Okay, und damit kommen wir auch zu Thema Nummer 2, nämlich den Wechsel auf den PvE-Server. Ich habe im Mobbing-Video erzählt, dass Leveln für mich in WoW Classic das absolut geilste ist. Und das ist es nach wie vor. Ich levele und levele und levele. Ich bin jetzt am vierten Char. Ich levele meinen Mage. Den levele ich jetzt auch schon auf dem PvE-Server, auf Razorfan. Und meine drei 60er-Chars, ne? Der Priester, der Paladin und der Hexenmeister, die sind jetzt nach wie vor auf Venoxis. Sollte ich mit denen irgendwas wieder anfangen wollen, ne? Gerade mit dem Priester, sollte ich wieder raiden wollen, dann werde ich ihn transen. Im Moment, die werden jetzt aber einfach noch auf Venoxis geparkt. Solange ich nichts mit denen mache, bleiben die da. Mit dem Hexer, da raide ich sogar noch im Twink Raid mit, bei Roots of Nature. Das macht der gute Heidenai und der gute El Patron. Und ich finde, dass der Twink Raid sowas von geil ist. Das ist richtig entspannt und die machen das ganz, ganz super, die zwei. Und da bin ich gern mit dem Hexer immer dabei. Das ist auch sonntags. Das streame ich auch, weil der Heidenai erlaubt mir das zu streamen. Und das ist eine coole Sache. Das ist eine richtig, richtig coole Sache. Und da bin ich gern dabei. Und solange ich den Twink Raid da habe und solange ich jetzt nichts anders habe mit den 60ern, was ich unbedingt machen will, bleibe ich einfach auf Venoxis. Sollte ich Bedarf haben, sollte ich auf dem PvE-Server jetzt beim Leveln eine gute Gilde finden oder coole neue Leute treffen, was weiß ich, dann kann es aber halt sein, dass ich meinen 60er dann auch mal rüber trans. Oder zwei. Oder alle drei. Je nachdem. So oder so, Razorfan ist der Server, den wir ausgesucht haben. Die Jenny und ich, wir leveln da zurzeit ein bisschen. Und der Luc, ne, von DasL1994, auch ein kleiner Twitch-Streamer im WoW-Bereich, Klassik-Bereich. Und auch der Heidenai und so. Ein paar Leute einfach aus der Community, die leveln dort auch. Und es ist ein toller Server. Razorfan ist ein richtig toller PvE-Server. Es gibt nicht nur blöde Boosting-Gruppen, sondern man findet wirklich Todesminen-Gruppen oder so. Oder auch für Kloster. Man findet normale Gruppen. Nicht nur diese Boosting-Scheiße wie auf Venoxis. Es ist ein toller Server. Mein erster Eindruck zumindest. Und ich freue mich, dass ich da jetzt einen Char hochziehe. Es ist übrigens der Mage. Der vierte Char. Ich level meinen Mage. Ja. Soviel zum Serverwechsel. Ich halte erstmal die Füße still mit den 60ern. Aber alles, was ich jetzt neu levele oder neu anfange, Razorfan, Baby. Okay. Und damit noch zu Thema Nummer 3, mein Hexenmeister. Er ist 60 geworden und ich spiele ihn wahnsinnig gerne. Er macht mir richtig, richtig Spaß. Wie schon gesagt, ich gehe mit ihm immer sonntags raiden in Molten Core. Wir haben schon den Stab der Dominanz abgestaubt. Wir haben schon 5 T1-Teile und ein bisschen anderen Loot, aber nichts jetzt Weltbewegendes. Weil ich will mit dem nämlich PvP machen hauptsächlich. Und ich habe mir Rang 10 als Ziel gesetzt, allerdings habe ich das Ziel ein bisschen zu hoch gesetzt und muss das, denke ich, ein bisschen anpassen. Ich habe nämlich jetzt 2 Wochen lang, habe ich wirklich immer, wenn ich Zeit hatte, habe ich PvP gemacht, aber ich habe halt einfach keine Zeit. Und ich habe es geschafft auf Rang 5 und ich glaube 43% oder 63% oder irgendwas. Also ich schaffe in der Woche ungefähr 50.000 Ehre und damit auf Rang 10 zu kommen, ist unrealistisch. Da müsste ich entweder, weiß nicht, andere Sachen irgendwie streichen aus meinem Privatleben oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mal schauen. Vielleicht schaffen wir irgendwie Rang 7 oder 8 wenigstens. Mal gucken. Ich mache einfach weiter und gucke, wie hoch ich komme. Ich lasse es euch dann wissen.
Aber ja, mein Ziel ist nicht mit dem Hexer quasi BWL zu raiden oder dann AQ zu raiden oder sonst irgendwas. Aber ein bisschen PvP zu machen, weil das macht doch ganz Spaß mit ihm, muss ich sagen. Genau. Ich habe 8 Tage irgendwas habe ich gebraucht. 8 Tage und 16 Stunden oder so, ich weiß nicht mehr. Ich blende euch den Screenshot ein oder was auch immer oder das Video, als ich 60 geworden bin. Es war auf jeden Fall mein schnellster Char, ne? Mein Priester, der hat ja wie lange gebraucht? 14 Tage. Der Paladin, glaube ich, 11 Tage auf 60. Und der Hexer jetzt 8 Tage. Weil es halt auch ein DD ist und einfach super schnell zu leveln ging. Auch wieder komplett ohne Boosts. Dungeons nur ein, zwei Mal für die Quests. Nicht jetzt gegrindet oder so. Halt ganz normal leveln in der offenen Welt und questen. Das, was ich am liebsten mache. Einfach wunderschön. Okay. So viel zum aktuellen Classic-Update. Und wegen AQ, ne, geht ja bald auf, Ankerai, Ankerage, 20, 40, Eröffnungsevent. Ich werde mir das angucken, soweit ich kann, aber ich bin da jetzt nicht sonderlich gehypt drauf. Ich habe AQ noch nie gemocht. Die ganze Käfer-Scheiße finde ich so wahnsinnig eklig. Diese Insekten, bleh, widerlich. Also ich gucke mir das mal an, aber ich habe jetzt nicht vor, groß AQ zu raiden. Vielleicht mal ausprobieren in einer Pack oder so, mal schauen. Nax dann auf jeden Fall mal reinschauen. Aber ja, ich finde, dass die coolen Raids waren so MC, Onyxia, BWL. Das ist das, was ich eigentlich sehen wollte von Classic. Und Nax. Aber AQ ist jetzt nicht so meins. Von daher, im Moment gerade gar kein Abbruch, dass ich jetzt nicht groß am Raiden bin oder so. Okay, das war's. Vielen Dank fürs Reinschauen. Eure Gedanken, wie immer, unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte bewertet es positiv. Und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Ich bin der Muni und ich bin raus. Ciao, ciao.